die Finals. Ist es auch schon Best of Five? Also halt Winners Top 8, nicht SDN, nicht Dafung, sondern die beiden hier. Das war auch absolut nicht so projected, aber here we are. Und ich meine, sind beide auch am Rasieren in letzter Zeit. Bei NRW Cup, Justin absolut abgeräumt. Splash Match macht sowieso relativ konsistent, würde ich sagen. Immer wieder gute Results. Ja, so langsam geht's richtig los. Suchst du was? Okay. Ich kann ja mal bei Head-to-Head einfach mal eingehen. Ich würde mal interessieren, wer von den beiden mehr gewinnt. Aber ich würde sagen, auch Fox eigentlich... Das Matchup ist safe. Sehr gut für Fox. Aber natürlich, also ich meine, es ist zwar ein neuer Charakter für Justin, aber er hat ja schon gegen Flora heute gewonnen. Und er hat, glaube ich, auch letztes... Er hat auch neulich mit Fox schon gute Runs gemacht, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also der Fox ist auf jeden Fall inzwischen echt on point. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob mit Fox, aber Justin hat auf jeden Fall ziemlich sicher das letzte Set gewonnen. Weil ich weiß noch, dass er mir davon erzählt hat. Also ja, ich weiß nicht, ob es mit Fox war. Ja, war mit Fox. War mit Fox, ja. Also es ist auf jeden Fall möglich hier für ihn jetzt Winners Finals zu kommen, aber Splash Match würde ich natürlich auch niemals wie sagt man? I wouldn't count him out. Ja, genau. Mir fällt das nur auf Englisch ein auch. Ja, ich würde es nämlich nicht abschreiben, genau, dass er das jetzt hinbekommt hier. Und es sieht auch ganz gut für ihn aus in dem Game jetzt. Obwohl er kein Leaven Sword hat im Moment, macht er ordentlich Damage. Der nächste Kill, Fox ist halt sehr leicht, ne? Deswegen ist auf jeden Fall eine ziemlich gefährliche Situation hier. Ja, Ward, er connected nicht, aber es ist extrem gefährlich. Das Side-B war risky. Der Abfash connected auch nicht. Flash Match kriegt Grab, ist wieder an der Ledge-Trap-Position. Ich bin hier in Punish. Okay. Wir sind den Single Laser. Den einen Laser. Der war wichtig für den Damage. Richtig. Ja, Two-Fan connected nicht und das ist auch der zweite Stock für Splash Match. Das Game sieht auf jeden Fall sehr gut aus für ihn, aber ist Best of Five. Ja, endlich. Also ist auch Zeit zu adapten theoretisch, aber ist schon... Oh, den Leer killt einfach. Er steht noch davor. Das ist Justin 855. Nur die Fair-Kombos. Connecten nicht. Das ist halt immer noch eine sehr schwierige Position für Fox, aber wenn der dich halt einmal berührt, dann ist halt dann ganz das Block eigentlich schon weg. Weil aus dem Advantage State kommst du nicht so einfach raus. Mhm. Und killen kann natürlich auch, aber er ist auch Last Hit für Justin jetzt auf jeden Fall. Also wenn er einmal von der Up-Air oder von der Forward-Air oder einer Back-Air gehittet wird, dann ist es wahrscheinlich GG's. Ja, jetzt hier kann er halt wahrscheinlich einen Ledge-Rap rausholen und dann... Ja, das ist schon wirklich. Nee, noch nicht. Okay. Two-Frame funktioniert auch nicht. Item misst ganz knapp. Das ist auf jeden Fall wieder neutral. Immer noch extrem gefährlich, aber Forward-Air und Up-Air. Könnte jetzt was starten. Ja, okay, der Back-Hit. Das ist immer noch nicht. Das ist halt Center Stage bei 150. Hey, wenn das ein Comeback wird. Das wäre ein krass Comeback, ja. Aber mit Rage. Also wenn er den Stock... Das ist jetzt... Ah, okay. Das überlebt er definitiv nicht. Hundertprozentig nicht. Okay, ja, 1-0 für Splash Mage. Hat auf jeden Fall solide runtergespielt, das Game. Hat sich nicht überrennen lassen. Aber, ja. Mal gucken, ob Justin adapten kann. Ob er ein bisschen aggressiver reingeht, ob er vielleicht sich ein bisschen mehr zurücklehnt, ein bisschen defensiver spielt. Ja, oder auch einfach einen anderen Charge spielt auch, ne? Also ja, könnte er, aber ich glaube, er will schon. Also ich glaube, er will schon Fox spielen. Meinte auch vorhin, dass er gegen SDN Fox spielen würde. Ja. Obwohl ja Sephiroth, glaube ich, auch sehr gut ist gegen Ike. Ja. Und ich glaube nicht, dass er jetzt für das Matchup oder so switcht. Und er will auch wirklich von Seth runter, glaube ich, weil ja, der Charakter ist halt, der struggelt ein bisschen. Sagen wir es mal so. Und Fox ist schon echt, echt extrem gut. Die haben bisher dreimal gegeneinander gespielt. Ist auch schon echt lange her. Tatsächlich. Echt? Ich glaube, das letzte Mal ist nicht so lange her.
vielleicht 3 Monate. Oh kann mein sein, Gott, ich habe kurz nicht geguckt. Einfach Sealed Death Combo. Also ich habe unter Splash Mage irgendwie hier nichts mehr gefunden. Es kann sein, dass es wegen diesem Puppy Chow. Ach, der heißt Puppy Chow, ja, ja. Ich guck mal nach Puppy Chow. Ja, habe ich eben gerade, das war schon eben unter. Aber hier stehen ja eigentlich die ganzen Begegnungen. Und da sehen wir auch 33. von 396. 49. von 396, also richtig gut bei NRW Cup einfach. Mhm. Ja, also 33. und Justin ist, glaube ich, 25. sogar geworden. Vielleicht, nee, 17. Warte mal. Ja, er ist ja Winners Top 32 gekommen, glaube ich, und hat dann zwei verloren. Also 17. ist halt crazy. Ja, safe. Also beide auf jeden Fall Rising Stars. Bei NRW Cup sowieso, Norden hat sehr, sehr gut performt. Rufen ja auch, SDN eigentlich auch ganz solide. Weißel ist ja auch irgendwie richtig weit gekommen. Ja, also ich habe bei SDN auch das Gefühl, dass er immer noch auch einfach mal so ein Riesenturnier gewinnen kann. Ja, NRW Cup vielleicht ein bisschen zu groß, aber sowas wie, keine Ahnung, Epitech, Ultimate Flatzone, was ja neulich war. Epitech hat er, glaube ich, schon gewonnen. Auch. Ja, kann gut sein. Also würde mich auf jeden Fall auch nicht wundern. Er war ein paar Mal da auch. Ich weiß nur, dass er auch häufiger manchmal einfach gehen muss wegen seinem Zug. Also ja, auf jeden Fall kann er auch solche Turniere gewinnen, aber es ist ab und zu wird er dann halt doch ein bisschen gematcht, also nicht gematcht im Sinne von, dass er es nicht kann, sondern dass er halt einfach extrem schwierig ist mit Ike gegen die ganzen Top-Tests zu gewinnen. Ja, okay. Ja, okay, Justin also holt noch einen Stock, aber das ist wirklich extrem dominant von Splash Match gerade. Hittet einfach alles, was er muss, die Items, die Arc-Fires, Arc-Thunders. Wir hatten ja eben gesagt, das ist gut für Fox, aber man muss das Matchup natürlich auch richtig gut kennen dafür, ne? Also, ja, safe. Robin ist einfach ein Charakter, der extrem hart punished. Mhm. Und gerade ein Charakter, der irgendwie so vulnerable ist wie Fox, auch offstage, kann natürlich hart punished werden. Aber wenn man das halt alles einfach kennt und perfekt spielt, dann sehr schwer. Mhm. Ja, und das Gefühl, dass Justin deutlich besser, deutlich besser performt, wenn er High Percent ist, also wenn er halt am Ende des Games ist, in der High Pressure Situation. Gegen SDM spielen, jetzt einmal. Jetzt? Ja. Also ich meine, also wir können auch auf das hier warten, aber. Ich glaube, ich würde das schon noch zu Ende spielen, oder? Findest du wen zum Kommentieren vielleicht? Ansonsten würde ich das auch sonst machen. Willst du alleine kommentieren sonst? Das wäre auch. Ja. Justin gewinnt das noch, Leute. Okay, hier, wir haben den Call gehört. Justin gewinnt das noch. Ist jetzt gerade 2-0 für Splash Mage, der dann einfach auch im Winners Finals wäre, also Top 3. Das ist schon mal richtig gut. Oh, 2-0 ist es. Genau. So, also, letzte Chance hier gerade für Justin, das Ganze noch zu holen. Ja, das ist es halt, ne? Also, die Kombos müssen clean sein, klar und alles. Aber halt auch so die Interrupts von Splash Mage. Also, diese Aerials sind einfach so stark. Das ist so schwer. Halt auch einfach einen, der so gut ist, einen Robin. Den sieht man nicht oft. Ich weiß nicht, wie Mad Ice King so im Vergleich zu Splash Mage ist. Der ist noch sehr gut, aber es gibt einfach nicht viele, die so gut sind. Okay. Also wer findet hier zuerst einen Strong Hit? Schön. Mal sehen, wie das Ledge-Trapping ist. Oh, einfach direkt mit der Ledge-Get-Up. Schöner Reflektor. Wichtig jetzt gerade. Das war sehr wichtig für Justin, dass er hier den ersten Kill bekommt. Und dann vielleicht noch diese Combo danach. Oh, der Jab killt einfach.
Okay. Und es hat nicht lange gedauert und schon sieht das Ganze hier ganz anders aus. Das dann auf einmal mit zwei Stocks und hohen Prozenten. Er braucht nicht mehr viele Prozente, um den Kill zu bekommen, aber Splash mich zuerst. Callt hier den Jump Out und holt sich den Kill. Okay, also es bleibt hier alles knapp in diesem letzten oder dritten Game. Es könnte das letzte Game sein, wenn Splash Mage das hier gewinnt. Interessante Musik-Choice auch von Street Fighter. Das Lied von Street Fighter habe ich bisher noch nicht so oft gehört. Oh. Wichtiger Moment hier für Justin. Das Ganze ist jetzt schon so langsam eine Last-Situation. Oh, und gerade jetzt in dieser Ledge Trap. Oh, der Up-Smash wird nicht gepunished. F-Tilt. Okay, Ledge Trap. Oh, und das funktioniert wirklich, aber killt Justin ein Splash-Mash einfach nicht. Und die Back Air, die killt auf jeden Fall. Ah, ja, ja. Er hat sich da gut rangetastet. Hat es fast geschafft. Aber Splash Mage schafft es hier, den Last zu